Hallo, ich begrüße euch. Heute ist der 6.1.2020. 2020, der 6.1. Es ist sehr ruhig, sehr, sehr ruhig. Ich hatte am 5.1. Besuch hier. Das war, jetzt kommt er. Tada, zack. Frank Zander. Ja, Frank Zander, nein. Frank Wendler. Frank Wendler war da. Frank Wendler hat sein Lied hinten im Studio, haben wir es gemacht, haben wir bei Instagram ja auch kurz vorgestellt. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich mache jetzt dieses Lied fertig. Es ist von 100 auf 86 und von 86 auf 54. Ne, ich habe gesucht nach dir und ein wunderschönes Lied. Nur es kommt jetzt sogar noch ein neues Lied raus. So, Frank Wendler, wie gesagt, dem gratuliere ich jetzt für dieses Lied, was wir, wie gesagt, aufgenommen und ja, wir denken uns halt jetzt was aus. So, wir haben uns eine Menge ausgedacht und das, was wir uns ausgedacht haben, werdet ihr demnächst sehen. Natürlich nicht als vollwertigen Videoclip. Dieses Musikstück geht über 3 Minuten. Ich werde euch so 30, höchstens 60 Sekunden von diesem Lied euch zeigen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Frank unterstützt und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn dieses Lied auch ankommt und ihr dieses Lied mögt und wie gesagt, es dann euch auch besorgt und wie gesagt, darauf schwurft. Ist ja bald auch wieder soweit. Heute in genau 4 Wochen geht das karnevalistische Jahr wieder los. Im Februar haben wir sogar einen Tag länger. So, wir haben sogar einen Tag länger, wo wir loslegen können. Und ich freue mich natürlich, mit euch da irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Hallo. So, ich begrüße euch noch einmal im neuen Jahr 2020. Wir haben hier den Fanclub von Cobra 11. Wir warten natürlich drauf, dass es startet. Dann haben wir den neuen Club von Disney Plus. Ja, das Star Wars ist ja nun mal beendet worden. Jetzt fangen wir an mit Disney Plus. So, schätzungsweise geht alles so circa ab dem 1.4.2020 wieder los. Davor brauchen wir halt nicht. Da ist Karneval und ein bisschen kühl, ein bisschen kühler, wenn wir Glück haben, wärmer, so wie heute, 15 Grad. Ist halt so. Man muss sich dran gewöhnen, manchmal ist es super kalt, dann merkt man, wie die Kälte irgendwo hineinkriecht und manchmal auch nicht. So, dieses Piepen da zwischendurch, das ist der Rauchmelder, das ist richtig, der ist über 3 Meter hoch. Ich habe leider keine Leiter da, um diesen irgendwie die Batterie zu entfernen oder zu erneuern. Diese Geräte sind fuckelnagelneu und keine Ahnung, warum die dauernd piepen. Das sind so merkwürdig Geräte, für mich ist das ein Bluff, weil nirgendwo ist eine Schaltzentrale und ja, ist halt so. Wir haben hier auch kein offenes Feuer. Wir haben hier elektrische Geräte, die an sich vor sich leise herzoomen. Ja, ist halt so. Wir haben unsere Drehstudios, Fotostudios, ja, und machen unsere Arbeit. Wie gesagt, Wendler, Frank Wendler, haben wir eine wunderbare Geschichte gemacht. Und es freut uns immer, wenn ein Künstler erscheint und wir für ihn da was machen können. So, viel habe ich nicht zu berichten. Das Jahr ist brandneu. Ich habe euch gezeigt, wie Silvester gemacht wurde. Könnt ihr ja euch bei RTL 2020 neue Mediengruppe da für Alarm für Cobra 11 euch, wie gesagt, einloggen, euch anschauen. Ihr könnt Frank Wendler anschauen, wie wir da am Arbeiten waren. Ihr könnt bei Instagram, also das normale Portfolio. Also ich begrüße euch, wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß mit euch zu arbeiten. Jetzt im Moment seht ihr den nicht, ihr seht ein bisschen da unten noch, hin und wieder Van Damme. Jetzt im Moment ist er auch ruhig, er war über Silvester unterwegs, er war über Weihnachten unterwegs und davor auch. Und ich unterhalte mich gerade mit Hartmut Freund, er ist gerade aktiv. Ich wünsche jetzt den Hartmut Freund einen tollen Start. Bei Cobra 11 und so weiter und ein tolles Jahr. So, wie gesagt, Hartmut ist
gerade so am Sprechen. Und an sich sind heute alle, ich begrüße heute alle mal Hartmut, Maja, Patrick. Patrick ist in Bali. Dann der Marco, der ist ja immer online mit seiner Show. Frank Monbrock ist online, der Richard Wolf, der Andreas Lüder, Andy Metz, Andreas Sauerland, Heidi, Heidemarie. Mal gucken. Ja, Willem Niesen war, ist gerade weg. Und Stefan Wölk war auch gerade, ist auch weg. Und jetzt kommt was, was ich unbedingt. So, ein rauchender Entertainer, sein Name ist Kirschli, hat zurzeit 222 Zuschauer. Ja, ich habe vielleicht einen, den grüße ich jetzt auch recht herzlich, dass er zugeschaut hat. Ich bedanke mich, dass er zugeschaut hat. So ist es nun mal. Ich habe wirklich keine Zeit, irgendwelche Live-Shows zu machen. Hallo, grüße. Ihr seht selber, ich muss natürlich unterbrechen, deswegen habe ich auch, wie gesagt, keine Zeit. Ich habe einen 15-Stunden-Tag. Ich bin da hingefahren, während des Gesprächs lagen alles Bananen, nach uns weggegangen. Ich kann, wie gesagt, wie Kirschli, der den ganzen Tag zu Hause ist, den ganzen Tag eine super Show macht, auch singt und sagt nicht alles. Ich mache mal den Ton weg. Wie gesagt, ich kann das nicht. Also ich habe leider dafür keine Zeit, eine Live-Performance zu machen. 10, 20 Stunden vor einer Live-Kamera zu sitzen, euch zu zeigen, wie ich koche, euch zu zeigen, wie ich im Kino gucke oder so, oder unterwegs bin. Leider geht das nicht. So, die Kirschli-Show gucken gerade so eben. Wir haben 12 Uhr, wir haben 12 Uhr mittags und es gucken 223 Leute live zu bei Kirschli Entertainment Show. Ja? So, er isst, er trinkt, er singt, er raucht. In Ordnung. Alles klar, das ist die Kirschli Entertainment Show. Wo, wenn er richtig loslegt, richtig sauer wird, dann schauen sogar 600 Leute zu bei Entertainment, Kirschli und Show. Ja, wie gesagt, er hat da irgendwo was Lustiges jetzt am Laufen. So, das sind alles junge Frauen. Und ältere Frauen, I'm too sorry, ich habe dafür keine Zeit, leider. So, wir haben das Jahr 2020, ich sitze hier vor laufender Kamera, solange kein Kunde hier vorbeikommt. Ich habe sowieso gleich wieder viel zu tun, weil ein Kunde für den muss ich gleich was machen. So, und deswegen, warum erzähle ich das jetzt? Weil ich so oft gefragt wurde, warum machst du keine Show? Jedenfalls keine Live-Show. Ich habe zwar eine Menge vor dieses Jahr, aber ob ich das umsetzen werde, weiß ich nicht. 2020 fängt so ein bisschen ruhig an, verdammt ruhig, weil dieser Stadtteil stirbt. Die Firma Deichmann ist weg, die Post geht vielleicht, dann ist ein riesen Sonnenstudio weg. Also es sind sehr viele Verbraucher, die hier sehr gerne waren und dann auch natürlich auch bei mir vorbei kamen, weg. So, Woolworths, da lohnt es sich nicht, wenn ich da mit laufender Kamera reingehe, da seht ihr kaum etwas, auch kaum Kunden. Also wenn ich kaum etwas kaufen kann, dann gehe ich da auch kaum rein, oder? Na, nur wenn ich was günstig brauche. Hm? Hallo? So, Kirschli Entertainment Show, sowas kann ich leider nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Seht ihr, ich kann leider nicht 10, 12, 14, 15 Stunden vor einer laufenden Kamera sitzen, euch zeigen, wie ich rauche, wie ich Kaffee trinke, wie ich koche und wie ich dann beschimpfe oder beschimpft werde, so wie in dieser Show. Ja, also ich habe Kirschli jetzt ein Jahr erlebt und auf diesem Wege begrüße ich ihn total recht herzlich, mach weiter so, aber wie gesagt, ich schaffe das nicht. Wenn wir zusammenarbeiten würden wollen, kann ich also nur immer Wochenende anbieten, so wie jetzt auch mit Frank Wendler am Wochenende. Weil dafür habe ich dann Zeit. So, jetzt von Montags bis Freitags werden meine Kunden bedient und zwischendurch halt auch noch der Fernsehclub Cobra 11, TV Now. Jetzt ist Kirschli, hat er sich umgezogen, jetzt hat er einen Anzug an, jetzt wird er wohl rausgehen oder was. Na? Also wie gesagt, Kirschli kann sich das erlauben, da den ganzen Tag online zu sein. Ich nicht. Grüße, Hallöchen, einfach ran, genau.